Glück auf, meine Freunde! Was geht ab? Ich begrüße euch weiter zur Analyse, der zweite Teil der Analyse hier. In dem Gefecht mit dem Black, dem Dü, dem Lassard, Sir Dark und dem Alex. Hier greife ich gerade den Sir Dark an, der hier über mir ist mit Isengard. Uah. Und er hat hier eine Turmreihe stehen, die ich jetzt versuche hier erstmal zu zerstören. Aber mein Katapult macht, was es will. Keine Ahnung, was es sich dabei denkt. Jetzt müsste es da vorne stehen, um zu feuern. So. Zack. So, jetzt sind nochmal zwei Türme hier weg. Zack. Der Katapult ist zwar hin, aber ich habe hier eine ausgerüstete Armee. Und müsste dann eigentlich auch gleich angreifen hier. Da Black seine Armee ist hier. Ah, der Alex, der baut hier schon Türme für den Black hin. Der hat nämlich schon seine Festung gut ausgerüstet hier und baut sich gerade eine weitere Armee auf. Ich gehe hier weiter auf den Sir Dark. Ja, die Türme fallen schnell mit meinen ausgerüsteten Einheiten. Zack, und jetzt kann ich durchmarschieren. Da sind, glaube ich, jetzt aber Truppen vom Dü, vom Dillen. Denn er kommt ihm halt zu Hilfe. Hier, Glanzenträger, die sind jetzt vom Dillen und die vom Sir Dark. Das sind beide Isengard. Gut, dass er mit seinen Wahrkreidern genau auf meine Turmwachen drauf rennt. Und da habe ich jetzt erstmal keine so großen Probleme. Aber jetzt kommt er hier mit einer Balliste vom Dülen. Während hier der Elbenwald, der ist von mir. Aber da ist halt auch Saruman. Aber da gehe ich jetzt erstmal auf ein paar Gebäude. Hier die Uru-Grube. Zum Beispiel hier da unten, da dieses Grüne hier, das sind die Truppen vom Black und die Roten vom Alex. Passt gut, rot zu Mordor. Aber jetzt hat er mir hier schon gut Schaden gemacht, hier der Sir Dark und der Dülen, beide eigentlich. Hat er hier mit seiner Balliste. Aber die Balliste wird auch nicht mehr lange leben. Aber jetzt ziehe ich mich erstmal wieder etwas zurück. Und er meinte mich hier folgen zu müssen mit seinen. Sind es beide. Dü. Neben Sir Dark. Aber ich habe ja keine Probleme damit mit meinen ausgerüsteten Einheiten. Kommen noch mehr Reiter. Meine Kavallerie. So, da muss ich jetzt erstmal wieder nachproduzieren. Hier kommen Turmwachen hier aus der Kaserne. Und Waldläufer aus dem Schießstand. Und mehr Ritter hier aus den Stallungen. Gut, jetzt fange ich hier an, einen Brunnen zu bauen. Damit ich mich direkt hier heilen kann und nicht immer hierher muss. Und auch halt hier dann direkt heilen kann. Dann muss ich erstmal meine Armee wieder ausrüsten, Turm machen. Und jetzt kommt er hier mit noch einer Balliste, der Dü.
Aber ist kein Problem für meine Kavallerie. Zack. Und eine Heldenstatue baue ich auch noch, damit die Truppen in der Umgebung mehr Schaden anrichten. Also mehr, einfach mehr Schaden machen. Sozusagen zuerst ähnliches wie der Führerschaftsbonus. Sieht man hier auch jetzt die gelb unterlegten Truppen, die unter dem Einfluss halt stehen. Und in der Nähe vom Brunnen wird natürlich geheilt hier. Und den Elfenbeinturm habe ich jetzt auch schon gebaut. Auch hier die Mauern. Und jetzt gehe ich jetzt, mache ich jetzt meinen zweiten Angriff schon. Da ist noch ein einzelner Bogenschütze oder wie? Während der Black hier unten bei meinem Teamkollegen, dem Lassat, probiert anzugreifen. Aber er hat hier Türme gebaut, sodass hier viele Einheiten von ihm sterben und er sich halt lieber zurückzieht. Hier ist schön die Armee vom Alex. Hier auch die gelb unterlegten Truppen hier. Der Trommler-Troll hat halt hier Führerschaft. So, jetzt reite ich erstmal mit meiner Kavallerie hoch, aber hier stehen Speerträger und das gefällt meinem Pferd natürlich nicht. Deswegen reite ich schön wieder zurück, um mich weiter wieder aufteilen zu können. Jawohl, zum Angriff. Jetzt starte ich meinen richtigen Angriff hier. Ich habe mir ja schon etwas Schaden zugefügt vorhin. Da erstmal mit meinen Bogenschützen hier schön auf die Speerträger und reite natürlich voll drauf. Aber da ich schon schwere Rüstung hier habe, macht das nicht ganz so viel. Ein paar überleben ja doch. Währenddessen hat hier Gollum den Ring verloren, als er von den Türen beschossen wurde und der Black hat das Glück, den Ring direkt einsammeln zu können. Wenn ich hier mit meiner Kavallerie erstmal hier auf die Rüstkammer gehe und mit meiner restlichen Armee hier erstmal auf die Einheiten. Jetzt gehe ich auch so auf die Rohstoffgebäude, da hinten auf die Wargrube erstmal mit meinen Gondor-Rittern. Meine Fußtruppe gehen, Truppen gehen hier auf die Rohstoffgebäude und jetzt wahrscheinlich auch auf die Speerträger erstmal. Sagt, die Speerträger sind jetzt gleich Geschichte und es kann weitergehen mit der Zerstörung Isengards. Sagt, den Baumeister habe ich ja noch gekriegt. Er ist natürlich so schlau und zieht jetzt einen Baumeister hoch zu seinem Teamkameraden, um ihn zu schützen und dort eventuell auch noch was zu bauen. Hier, der Elbenwald ist wieder von mir. So, die Urgrube ist Geschichte. In der Zwischenzeit schickt jetzt der Dü seine Armee hier runter, weil er natürlich seinen Teamkameraden verteidigen will. Aber ob es ihm was nützt, werdet ihr gleich sehen. Da reitet er natürlich erstmal über meine Einheiten. Wo meine armen Waldläufer. Und da kommt noch seine Fußtruppen hinterher, voll ausgerüstet natürlich. Aber ich habe jetzt schon die Rohirrim freigeschaltet, die ich jetzt gerufen habe. Jetzt hier teilweise auch auf die Einheiten gehen und natürlich auch auf die Festung. Das war, glaube ich, gerade der Feuerball vom guten Saruman, der hier irgendwo dabei stehen muss. Finde ich ihn hier zufällig irgendwo? Hier ist er. Feuerball. Oh, die Festung habe ich schon mal geplantet, also die habe ich jetzt mal zerstört.
Aber in der Zwischenzeit baut er halt hier oben noch eine Uhu-Grube, das ihn sozusagen gerettet hat vorerst. So, meine Armee wurde jetzt ganz ziemlich aufgerieben. In der Zwischenzeit müsste ich jetzt auch nachproduzieren. So, er ist jetzt ziemlich angeschlagen hier, der Sir Dark. Das hat mich halt meine gesamten Truppen gekostet hier, oder fast die gesamten Truppen. Hier, ein Ritter hat überlebt, aber ich bin ja schon wieder kräftig am Nachproduzieren. Hier, Aragorn habe ich mir jetzt geholt als ersten Helden. Er ist ein ziemlich starker Held. Er geht voraus. Hier kommen noch mehr Ritter raus, Gondor-Soldaten. In der Zwischenzeit hat der Alex meinen Teamkameraden, den Lasat, angegriffen. Hat seine Festung geplant und eigentlich fast alle Gebäude, zumindest Militärgebäude, und das ist leider das letzte Gebäude, und da oben steht ja schon, Lasat wurde besiegt. Und ab diesem Zeitpunkt war ich ganz auf mich alleine gestellt, während die anderen alle noch zu zweit waren. Hier oben versucht der Black den Dylan anzugreifen. Hier mit seinem Helden, der Dübob. Ob er die Festung wohl down bekommt. Zack, das war wieder der Feuerball vom Saruman. Weil er hier halt direkt die Einheiten produzieren kann, kann er den Angriff erfolgreich abwehren erstmal. Und dem. Ja, Black, sein Held ist jetzt auch down. So, in der Zwischenzeit habe ich hier schon eine kleine Armee aufgebaut. Hier kommen noch ein paar. Und ich habe auch eine richtige Kavallerie hier. Er hat versucht hier nochmal sich aufzubauen, das war Dark, mit einer Uhu-Grube. Aber das habe ich natürlich gesehen hier durch meinen Elfenbeinturm, mit dem ich eine größere Reichweite habe. Hier fange ich jetzt an, die Schleudererweiterungen zu bauen. Und hier oben gehe ich erstmal hier auf die Rohstoffgebäude vom Sir Dark, weil, ja, damit er erstens die Kommandeurspunkte und zweitens die Rohstoffe ihm halt fehlen, damit er da oben sich wieder richtig aufbauen kann. So. Da oben gehe ich jetzt noch hier drauf. Während hier der Alex und der Black hier beim Dü angreifen. Ja, aber hier ist das Saruman vom Dülen. Sie es schaffen oder nicht, werden wir jetzt sehen. Hier ist schon wieder eine kleine Armee. Hier vom Dülen und auch vom Sir Dark. Und sie können das den Angriff wohl erfolgreich abwehren, auch mit der Unterstützung der Türme, die sie hier gebaut haben. Hier bin ich schon aufs Sägewerk vom Dülen gegangen. Und werde jetzt hier hochreiten, um versuchen, dieses Gebäude vom Sir Dark zu zerstören. Da unten ist meine restliche Fußarmee. Meine Fußtruppen sozusagen. Da will der Dü wohl wieder eine Rüstkammer bauen. Wurde ihm wahrscheinlich zerstört hier vom Black. Aber da gehe ich natürlich jetzt erstmal hier auf die Rüstkammer, um ihn zu schwächen. Zack, wenn. Hier habe ich auch Pfeilhagel eingesetzt. Da habe ich ein paar Truppen von ihm zerstört. Oder vernichtet, besser gesagt.
So. Und an dieser Stelle mache ich hier auch wieder Schluss, denn hier endet auch die Folge vom Dü und vom Black. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.